Ausgewogene Ernährung, Wochenplan. Wenn du dich gesund und ausgewogen ernähren willst, dann kann es hilfreich sein, einen Wochenplan zu haben. Es gibt ja zwei unterschiedliche Empfehlungen in der ganzheitlichen Ernährungsberatung. Das erste wäre, iss ein weites Spektrum von Nahrungsmitteln. Und das zweite ist, isst nicht zu viele Nahrungsmittel in einer Mahlzeit. Man sollte nicht zu viele Nahrungsmittel in einer Mahlzeit essen, weil es den Verdauungstrakt etwas überfordert und weil es dann vielleicht auch langfristig zu Magen-Darm-Problemen kommt. Der menschliche Verdauungstrakt ist nicht gedacht dafür, zu viele verschiedene Nahrungsmittel auf einmal zu essen. Andererseits ist der Mensch jemand, der ein breites Nahrungsspektrum braucht. Man nimmt ja an, dass der Mensch früher Jäger und Sammler war. Und ich persönlich hoffe, dass er mehr Sammler war und weniger Jäger war. Ich bin ja vegan. Und natürlich gab es früher nicht nur ein Getreide, sondern da gab es eine Vielzahl von Beeren und von Wurzeln und von Blättern und so weiter. Und der Mensch hat durchaus ein breites Nahrungsmittelangebot gehabt. Aber hat auch nicht in einer Mahlzeit alles gegessen, sondern er ist ja auch, Mensch war wahrscheinlich Nomade, er ist gewandert und dort fand er also an einer Stelle besonders viel und am nächsten Tag etwas anderes. Der Mensch unterscheidet sich da zum Beispiel vom Koalabär, der ein sehr viel enger begrenztes Nahrungsspektrum hat. Oder letztlich auch von Tieren wie eine Katze, die ja letztlich mit Mäusen und ein paar Vögeln das ganze Jahr gut leben könnte oder das gleiche vegane Katzenfutter jeden Tag bekommen kann über viele Jahre und gut lebt. Der Mensch braucht in seinem ausgewogenen Ernährungswochenplan verschiedene Speisen. Ausgewogene Ernährung, Wochenplan, Beispiel. Zum Beispiel gehört zu einem ausgewogenen Ernährungswochenplan zunächst einmal dazu, dass du sagst, wann isst du überhaupt? Es ist das Jahr 2018, momentan gibt es so eine Ernährungsmodeströmung, die nennt sich das intermittierende Fasten, es gibt auch noch oder das Intervallfasten. Dort wird gesagt, es ist besonders gut, 16 Stunden am Tag nichts zu essen. Interessanterweise ist das, was wir bei Yoga Vidya schon seit 1995 in unseren Seminaren, Ausbildung eigentlich schon seit 1993 so anbieten und was auch der Swami Vishnu Devananda in ähnlicher Form in den Shivananda Yoga Ashram seit 1963 gemacht hat. Also wir haben 18 Uhr Abendessen und 11 Uhr Brunch und zwischen 19 Uhr und 11 Uhr sind 16 Stunden. Also beim ausgewogenen Ernährung-Wochenplan könntest du erstmal sagen, 12, 13, 14, 15 oder 16 Stunden lang esse ich gar nichts. Das zweite wäre, zu einem ausgewogenen Ernährung-Wochenplan würde gehören, dass du einen Tag die Woche einen Entlastungstag hast. Manche fasten dort zum Beispiel mit Wasser oder auch mit Fruchtsaft oder Gemüsesaft. Andere machen einen Tag die Woche Obsttag. Das ist also ein guter Tag. Oder es gibt auch Menschen, die vielleicht weniger die Rohkostmenschen sind, die würden sagen, einen Tag die Woche esse ich nur Khichdi. Im Ayurveda letztlich eine Speise, die als besonders leicht verdaulich gilt. Gut, und dann kannst du auch sagen, jeden Tag braucht es ein Vollkorngetreide, ein Hülsenfrüchte, es braucht Obst, Gemüse, Salat. Und so könntest du jetzt zum Beispiel sagen, montags esse ich besonders Vollkorn, Reis und grüne Linsen. Und dienstags esse ich besonders Hirse und Mungbohnen. Mittwochs machst du vielleicht einen Fastentag. Donnerstags isst du dann besonders Quinoa und Kichererbsen. Freitag isst du als Getreide Buchweizen und als Hülsenfrucht weiße Bohnen. Und samstags isst du vielleicht Tofu und als Vollkorngetreide
könntest du ja auch zum Beispiel, was bleibt noch übrig, könntest du auch noch essen, ja, von mir aus wieder Vollkornreis, oder du könntest sagen, dort esse ich jetzt einfach Kartoffeln. Kartoffel ist zwar kein Getreide, aber Kohlehydrate und so weiter. Und so ähnlich könntest du sagen, montags isst du dann Apfel, dienstags Birnen und so weiter. Also überlege dir selbst, wie du einen ausgewogenen Ernährungswochenplan machen kannst. Und wenn du so nicht jeden Tag das Gleiche isst, dann hilft dir das, dass du auch nicht so schnell Nahrungsmittelallergien bekommst. Menschen, die zum Beispiel jeden Tag Weizen zu sich nehmen, können irgendwann eine Weizenallergie entwickeln. Sogar wenn die schwangere Frau immer jeden Tag Weizenbrot gegessen hat, kann sogar sein, dass das Kind nachher eine Weizenallergie entwickelt. Oder wer jeden Tag Tofu isst, kann sein, dass er eine Sojaallergie entwickelt und so weiter. Wenn du aber, wie es für den Menschen angemessen ist, aus der Vergangenheit, aus der Steinzeit heraus ein breites Nahrungsspektrum hast und jeden Tag mindestens manches variierst, dann ist das auch etwas Gutes. Es muss auch nicht sein, dass du beide Mahlzeiten so variierst. Du könntest auch sagen, zum Frühstück, also zum Brunch, habe ich meine festen Gewohnheiten, da esse ich jeden Tag das Gleiche, da gewöhnt sich mein Verdauungstrakt dran und abends esse ich jeden Tag was anderes oder umgekehrt. Also, dein Verdauungstrakt braucht vielleicht auch eine gewisse Beständigkeit und er braucht eine gewisse Variabilität. So, das waren einige Gedanken zum Thema ausgewogene Ernährung, Wochenplan. Vielleicht magst du selbst überlegen, was für dich vielleicht gut ist und lasse vielleicht die letzten 4 Wochen Revue passieren. Hattest du dort einen ausgewogenen Ernährungsplan oder nicht so ausgewogen? Mein Name übrigens, Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Und auf unserer Internetseite findest du eine große Fülle von Informationen über Ernährung. Du brauchst dort eben nur auf die Internetseite gehen und suchen nach Ernährung. Wir haben auch Ernährungsberaterausbildung, Ayurveda-Ernährungsberaterausbildung, vegane Ernährungsberaterausbildung und auch Seminare zum Thema Ernährung. Also alles findbar auf www.yoga-vidya.de.